Kolleginnen und Kollegen hier. Bleib einfach bei uns, bitte Maria, und darf den Maxi Hoffmann, unseren Kapitän, bitten, aus seiner Sicht eine kurze Analyse von diesem doch sehr wichtigen 3:0 gegen Famagusta. Ja, wir haben gewusst, dass Famagusta jetzt nicht auf Teufel komm raus spielen wird, und so sind sie auch auftreten. Deswegen war es wichtig von Anfang an, dass wir geduldig bleiben, ruhig spielen. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Ich glaube, wir haben über die zweite Halbzeit vielleicht ein, zwei Halbchancen es geschafft, sie immer weit von unserem Tor wegzubekommen. Und ja, haben dann auch die ein oder andere eine gute Aktion vorne gehabt, zum Glück auch getroffen, aber es hätte auch meiner Meinung nach noch höher ausfallen können, aber ich glaube, nach den letzten Spielen war es jetzt einmal wieder ein positives Erlebnis für uns alle, und ja, tut gut auf jeden Fall, und ja, aber ist es die halbe Mitte und wird nächste Woche genauso schwierig. Dankeschön, und dann darf ich euch Sie um Fragen an unseren Kapitän bitten. Die nette Kollegin bringt gerne das Mikrofon. Bitte, Rainer Bortenschlager, Kronenzeitung. Du bist ja schon ein paar Jahre dabei, du weißt ja, wie schlecht es bei Rapid geht in beide Richtungen. War das jetzt abhängig nur rein vom Ergebnis, dass so die kleine europäische Gruppenphase fix hat? Glaubst du, dass es ein bisschen Ruhe einkehrt, oder bleibt das dieses Wellental eine schlechte Partie? Es ist wieder eine Krise, eine gute Partie, ihr seid schon wieder Meister. Du sprichst es eh an, du weißt es genauso, wie es ist bei Rapid. Das, ja, kann ich auch nur zustimmen, dass es sehr schnell geht, aber wir wissen es intern natürlich einzuordnen, das Trainerteam und wir spielen auch. Natürlich wissen wir, dass wir gegen Sparta da eine Chance liegen haben lassen, aber es sind leider ein paar Sachen, auch beim Auswärtsspiel, richtig bitter für uns gerannt, deswegen hat es nicht sein sollen, aber ja, die Saison ist noch sehr jung. Ist es wirklich viel zu schnell, da von irgendwelchen negativen Erlebnissen zu sprechen. Aber es ist eben so bei Rapid, es geht schnell, umso schneller geht es auch in die andere Richtung, dass eine super Euphorie da ist. Und von dem her ist jetzt einmal das natürlich für die Köpfe und für alle Spieler wichtig, das Erfolgserlebnis. Und das kann man natürlich dann auch in die Liga gut mitnehmen. Jetzt sitzt du in erfahrenen Spielern, dann, wenn man auf der Satzbank blickt, was für Gedanken geht denn durch den Kopf? Ich meine, 18-Jähriger, 21-Jähriger, ich glaube, nur auf der Innenverteidigerposition hättet ihr noch erfahrene Alternativen, sonst nirgends mehr. Reicht das? Kann sich das ausgehen? Oder denken Sie auch, könnte eng werden? Oder? Na, also, man sieht im Training, sind jetzt schon seit längerem dabei, also da ist viel Qualität. Man hat auch gesehen, die haben vor zwei Tagen oder was St. Pölten geschlagen, also da ist schon auch Qualität da, und die werden uns sicher weiterhelfen, auch in den nächsten Monaten, das ist wichtig. Es geht halt leider schnell, dass ein Wehwehchen oder Krankheit oder irgendwas kommt, dass wer fehlt. Aber ja, deswegen haben wir eine gute zweite Mannschaft, die jetzt in der zweiten Liga ankommen ist und dort Leistungen bringt. Und wenn ein Modermann ist, werden die einspringen, da bin ich überzeugt. Es war heute so, es ist ein guter Einkommen, von dem her mache ich mir da keine Sorgen. Und es werden jetzt auch wieder die ein oder anderen Spieler natürlich wieder zurückkommen. Auch Aschobi ist wieder im Anflug, von dem her kann das nur positiv sein. Und ja, Verletzungen und Krankheiten werden immer dazukommen, aber im Großen und Ganzen passt der Kader gut, und die Jungen drängen sich gut auf. Und wenn wir uns 8 Jahre zurück erinnern, dass also ein gewisser Maxi Hoffmann, auch, glaube ich, als 19-Jähriger oder 20-Jähriger seinen ersten längeren Einsatz für die Profis in einem Europacup-Match gehabt, auswärts in Griechenland. Ich kenn's dich gut aus. Na, da schaut's. Bitte, gibt's noch weitere Fragen an den Max? Bitte, Alex Huber. Eine Frage zu den Umständen. Vor einer Woche in Prag hat's unter anderem dich erwischt. Es sind 3 Stützen ausgefallen. Diesmal sind plötzlich wieder 2 wichtige Spieler weg. Habt ihr euch irgendwie schon ein bisschen verflucht gefühlt, was Europacup-Spiele betrifft? Weil in 2 Europacup-Spielen 5 Spieler kurzfristig vorgeben, ist eigentlich, ich weiß nicht, ob es das schon mal in der Form gegeben hat bei Rapid. Ist jetzt wurscht, ob Europacup oder Bundesliga, ist immer bitter, wenn kurzfristig vor allem so wichtige Spiele ausfallen, weil es halt doch jetzt wieder 2 absolute Leistungsträger heute waren. Aber wie ich schon gesagt habe, wir haben einen guten Kader und die haben das gut kompensieren können, die anderen. Und ja, ich kann es auch nochmal sagen, die Jungen, egal ob es Leon ist oder jetzt auch Sulzi, man merkt, wie sich die auch mit der zweiten Liga nach der letzten Saison steigern und immer wertvoller für uns werden. Von dem her ja, ist das natürlich eine Chance, wie der Kling auch gesagt hat, war bei mir damals nicht anders. Ist manchmal auch nicht so schlecht, ins kalte Wasser geworfen werden. Da kann man manchmal nur gut ausschauen, und das machen die Jungs brav.
Nur eine Frage zum Heimspiel gegen den WRC, wenn es schon geht, so kurzfristig. Nach dem Prag-Spiel war großartige Stimmung, schöne Tore, alle waren froh und dann ist gleich drauf die kalte Dusche gekommen. Seid ihr da jetzt in irgendeiner Weise gewarnt, dass man sozusagen diese Energie von heute einfach besser mitnehmen kann? Natürlich, ja. Wir wissen, dass so ein Auftritt wie letzten Sonntag gegen Hartberg war, gegen keinen Gegner in der Bundesliga reicht. Und das wird jetzt auch der Letzte in der Mannschaft gesehen haben. Von dem her wird es am Sonntag genauso wieder ein hartes Spiel, wo jetzt jeder regenerieren muss, weil es geht einfach in einer harten Donut weiter mit den Spielen. Und ja, von dem her ist es gut, wenn ein negatives Erlebnis ist, dass man nicht lang nachdenken kann. Und andersrum kann man jetzt das positive Erlebnis mitnehmen. Und ich hoffe, dass uns das noch besser gelingt als beim Heimspiel gegen Prag. Aber ja, ich bin überzeugt davon, dass wir jetzt den ersten Dreier in der Liga machen. Dankeschön. Wäre eigentlich ein schönes Schlusswort, außer es hat jemand was dagegen und noch eine Frage. Nein, ich glaube, es war das perfekte Schlusswort. Danke, Max. Ich Risto Maria. Und wir sehen uns dann am Sonntag, gibt am Morgen, am frühen Nachmittag.